Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute ist es soweit, das 14-Tage Fortnite-Event für 2020 hat gestartet, beziehungsweise in diesem Jahr heißt es Operation Snowdown. Und damit werden wir natürlich wieder ordentlich kostenlose Skins, Items und generell vielen weiteren Stuff erhalten. In diesem Video werde ich euch alle Informationen dazu zeigen und wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne hier ein Abo lassen. Schaut natürlich auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei, ihr Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir schauen uns direkt mal an, was jetzt alles neu ist. Als erstes haben wir mal eine Menge neuer Challenges, wo wir dann auch die ganzen Items freischalten konnten. Dieses Jahr ist es nicht so wie im letzten Jahr, wo wir immer eine Hütte hatten, wo ganz viele Geschenke drin waren, die wir einfach öffnen konnten. Sondern dieses Mal ist es so, dass wir wirklich Challenges erledigen müssen. Und die finden wir hier einmal im Challenge-Menü unter der Schneeflocke. Und dort finden wir insgesamt 14 Quests. Eigentlich sollte das Event tatsächlich schon gestern starten, wurde aber wegen ein paar Bugs und so noch verschoben. Deshalb startet das heute erst. Und deshalb haben wir heute auch schon 2 Challenges, die wir abschließen können. Und dann wird eben halt jeden weiteren Tag um 15 Uhr wieder die nächste Challenge freigeschaltet. Und falls wir dann eben halt 12 Challenges erledigt haben, bekommen wir diesen weiblichen Skin hier. Und falls wir 9 Challenges erledigt haben, bekommen wir den Snowmando-Skin selbst. Und dafür braucht ihr auch keinen Battle Pass oder so. Das heißt, sie sind komplett kostenlos, genauso wie im letzten Jahr auch schon. Neben den beiden Skins gibt es natürlich zu jeder einzelnen Challenge auch nochmal eigene Belohnung. Das heißt zum Beispiel Ladebildschirme, Lackierungen oder auch Backpacks und vieles mehr. Also auf jeden Fall sehr, sehr viele Belohnungen, die wir jetzt in den nächsten Tagen freischalten können. Soweit auf jeden Fall erstmal zu den Challenges. Falls ich nochmal genau Videos zu den Challenges machen soll, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Kann ich natürlich gerne machen, aber ich glaube, die müssten eigentlich relativ selbsterklärend sein. Auf jeden Fall haben wir aber natürlich nicht nur diese Challenges, die jetzt neu sind, sondern wir haben auch noch ganz viele andere Sachen. Als erstes mal eine Sache, die jetzt nichts wirklich mit dem Winter-Event zu tun hat, sind die Star Wars Skins. Die haben wir jetzt eben halt wahrscheinlich so im Prinzip ein bisschen als Jubiläum nochmal drin. Falls ihr euch die natürlich kaufen wollt, würde es mich freuen, wenn ihr meinen Creator-Code einträgt. Im Epic Games Store gibt es jetzt auch natürlich wieder diese Aktion, wo wir einen 10-Euro-Coupon freischalten können, wenn man ein Game holt. Das heißt, auch wenn ihr ein gratis Game holt, könnt ihr dort eben mal diesen 10-Euro-Coupon holen. Und wenn ihr dann ein Game habt, was mindestens 14,99 € kostet, dann könnt ihr diese 10 Euro da eben mal bei dem Game sparen. Also lohnt sich da auf jeden Fall auch. Dort könnt ihr natürlich, falls ihr ein Game kaufen wollt, das genauso gerne mit meinem Creator-Code machen. Im Item-Shop haben wir aber auch tatsächlich mal wieder ein kostenloses Item. Und zwar den Singalong Emote. Für 0 V-Bucks ist er jetzt im Shop zu finden. Das heißt, ihr könnt euch das ganz einfach holen. Wird jetzt über die nächsten Tage verfügbar sein. Ich glaube, über das ganze Weihnachts-Event. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall genug Zeit. Falls ihr das schon vorher hattet, werdet ihr die V-Bucks natürlich zurückerstattet bekommen. Wir haben auch im Norm-Game nochmal ein paar Neuerungen. Nicht in Arena-Modus, logischerweise. Aber im ganz normalen Game haben wir unterschiedliche neue Items, die wir jetzt spielen können. Als erstes haben wir natürlich auf der ganzen Map verteilt wieder Weihnachtsdekoration. Das heißt, zum Beispiel bei den Büschen und in Häusern überall haben wir Weihnachtsdekorationen, war ja auch schon seit dem Update jetzt diese Woche so. Zusätzlich haben wir jetzt aber natürlich auch den Weihnachtsbattlebus wieder und die ganze Karte oder ein Großteil der Karte ist mittlerweile auch schon wieder in Schnee gehüllt. Das heißt, hier von Catty Corner aus hat sich der Schnee schon richtig verteilt. Auch mal richtig nice, dass sich nicht einfach nur auf den höchsten Punkten verteilt, sondern dass wirklich im Prinzip der Schneesturm so von einer Seite kommt, wodurch eben halt hier alles in dieser unteren Region schon sehr, sehr verschneit ist. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus und wahrscheinlich wird das eben über die nächsten Tage noch so weitergehen, bis dann irgendwann die ganze Map in Schnee gehüllt ist und wahrscheinlich wird es dann auch genauso natürlich wieder zurückgehen. Das heißt, falls dann irgendwann dieses Winter-Event endet, wird dann auch wahrscheinlich von hier oben, von Coral Castle, der Schnee wieder zurückgehen, bis irgendwann nur noch hier hinten die Ecken wieder eingeschneit sind. Wir haben aber auch gleichzeitig wieder ein paar Items, die jetzt passend zum Winter-Event drin sind, unter anderem nämlich einmal der Schneemann, wo man sich immer drin verstecken kann, genauso wie die letzten Jahre ja auch schon. Haben wir es auch dieses Jahr nochmal drin. Hier seht ihr zum Beispiel auch noch einmal diese Winterdekoration, von der ich bereits gesprochen hatte. Es gibt aber natürlich nicht nur die Schneemänner, sondern es gibt auch noch einen Winterflopper. Dann gibt es natürlich die Geschenke wieder zurück, wo wir dann unter anderem auch einen neuen Granatenwerfer rausbekommen können. Also wirklich eine Menge neue Items, die wir bekommen können. Natürlich alles nur in den normalen Public-Modis und nicht in Arena-Modis. Der neue Flopper sieht zum Beispiel so aus, also einfach ein Schneemann mit so einem Schal drum und das im Prinzip wie diese eine Granate, die man auf den Boden werft, durch und dann auch Eisfüße bekommt. Hier haben wir zum Beispiel nochmal das neue Geschenk, das wir uns die ganze Zeit auf den Boden werfen und da kommt ein random Item raus und da kann wie gesagt auch der Granatwerfer random rauskommen. Die Loot Drops haben jetzt ebenfalls wieder natürlich den Weihnachtslook. Es gibt aber auch noch ein paar weitere Sachen, die ich euch jetzt noch nicht in-game zeigen konnte, denn die werden wahrscheinlich erst die nächsten Tage irgendwie aktiviert werden. Unter anderem ja wie gesagt der Snowdown-Modus selbst, aber es wird auch in-game noch ein paar weitere Items geben.
geben. Die konnten wir nämlich im offiziellen Trailer vom Operation Snowdown Event sehen. Hier sehen wir Flugzeuge, die wieder zurückkommen und die natürlich genauso wie alle anderen Items auch nur in den Public-Modis. Die Flugzeuge werden sich an diesen Außenposten hier befinden. Die sind auch noch nicht in-game und das sind die Außenposten, die wir übrigens bei den Challenges jetzt besuchen müssen. Und hier befinden sich, wie gesagt, auch die Flugzeuge dran und natürlich befinden sich rundherum dann auch immer die ganzen Schneemänner. Hier können wir auch nochmal den Schneegranatenwerfer sehen. Den kann man jetzt eben halt, wie gesagt, aus den Geschenken finden und der hat eben halt so eine, gibt den Gegnern einen Schneeeffekt und bounce ihn natürlich weg, macht aber, glaube ich, so ziemlich gar keinen Damage, also ist wirklich nur dafür da, um den Gegner so eine Schneeexplosion zu geben. Der Snowdown-Shuffle-Modus wurde gerade auch nochmal aktiviert, das heißt, dort können jetzt auch reinjumpen. Das ist, wie gesagt, der, wo man aus den ganzen Modus eben mal switchen kann, also zum Beispiel so etwas wie Air Royale spielen kann. Schreibt mir natürlich gerne eure Meinung zu diesem Event in die Kommentare und dann hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat und dann bis zum nächsten Video. Ciao.